Bubukopf Arschwindel. Den fehlt Essen. Das heißt, wenn ich das anschaue, aber es geht uns nicht an. Geht uns nicht an. Das ist nicht in unserem Wir Arsch. Sitzen im Südarschkopf, Bubukopf Arschwindel, voll cool. Wir sitzen im Arsch der Welt. Wir sitzen im Arsch der Welt, ist alles egal. Und klatscht er überhaupt noch? Oder zu heilen. Wenn Worte waren, ja, ganz leise, der flüstert mich an. Ja, das ist ja das Wichtigste. Worte haben die Kraft zu zerstören oder zu heilen, aber erzählt es niemandem. Das ist sogar vom Buddha, gell? Aha. Und jetzt können wir Spione basteln. Und eine Forschung. Ja. Und Segel kommen jetzt auch. Die Katze geht mir so auf den Sack. Ja. Gut, dass ich dir auf den Sack gehe, weil du es machst nur. Guck mal, Sperrkämpfer, Katapulte und Bogenschützen. Das heißt, wir müssen riesige Armee aufbauen, um es zu erobern. Schön! Es lohnt sich, das überhaupt eine riesige Armee aufzubauen. Klar. Diesmal solltest du aber echt. Müssen wir sogar, weil irgendwann Planet ist hier runter. Diesmal schätzt man aber nicht ein, weil dann sieht man wirklich, dass wir diesmal wirklich mit einer Nachttür sitzen. Und vor allen Dingen. Steht doch da im Mittelalter. Sagen wollte ja, wir haben alle drei eine unterschiedliche Religion und ich vermute mal, da wir die Schwächsten sind, wird einer von beiden sich bald zum Kreuzritter erklären und uns niedermetzen. Wie es halt so gang und gäbe ist. Ne? In Jerusalem. In Jerusalem. Salam Juchara, Ramakatatuta Maya. Salam Michaela Mangamu. Was hat der Duden damit zu tun? Und warum haben die etwas in den Morgen? Notre Dame. Ja, aber wenn wir, ja, da kommen, bauen wir Notre Dame. Nostradamus. Nostradamus. Nostradamus erschaffen. Und ich sehe was, was sie nicht sehen. Ich sehe was, was sie nicht sehen. Mein Name ist Nostradamus und ich sehe was, was sie nicht sehen. Und was haben die Illuminaten? Was haben die Illuminaten damit zu tun? Ich weiß. Ach hier, Abkoder auf dem 8. Platz. Der fortschrittlichsten Zivilisation. Ey, vor allen Jahren und 5 Sekunden runtergefallen. Ja, weil wir quasi sehr weltmännisch sind. Ja. Unser Land quasi nie, ey, verlassen. Vor allen Dingen noch ein bisschen mehr auf Krieg noch als auf Armee gesetzt als die Landausweitung als bei England, aber trotzdem, die Engländer haben sich besser gehalten irgendwie. Ja, ist ja klar, die waren ja auch schon früher da als wir. Die haben ja schon mit viel mehr angefangen. Quasi. Ich könnte hier meinen Bogenschützen reinsetzen. Oh, brauche ja nur nicht ewig. Aus der Welt, aus der Welt! Technologie entdecken, Philosophie. Machen wir jetzt einfach mal. Wir setzen uns alles auf eine Karte. Xuling Shi wurde geopfert, um die Philosophie zu entdecken. Philosophie gewonnen. Dass ich tue, ohne befohlen zu werden, was andere nur aus Furcht vor dem Gesetz. Jetzt kommen wir uns noch leicht. Wir sind ein friedlicher Staat, wir sind Pazifisten. Denn. Echt? Wir sind jetzt Pazifisten. Ja, Pazifisten. Das heißt, wir zahlen zusätzliches Geld für Militäreinheiten. Aber dafür kriegen wir auch schneller mal irgendwie Künstler oder so. Aber der Puppekopf Arschwindel wird nie wachsen. Könnte natürlich daran liegen, dass er mitten im Sumpf liegen. Man weiß es nicht. Aber da müssten sie eigentlich genug zu fressen haben, oder? Ja. Oh, hier, 100% vollgekotet, die Muscheln. Yeah! Das schmecken die erst richtig lecker. Da sind die erst richtig gut. Irgendwie schon, ne? Lecker, lecker, lecker. Alakum, alakum, alakum. Alamaikum, shakalaikum. Schamalabalaba? Ich wollte es nicht sagen. Lava. Mr. Lava? Jörg Pilaba, Mr. Jörg Pilaba. Pilaba, yeah. Und so schwindet das Niveau wieder dahin. Welches Niveau? Das, was da gerade wegen zum Fenster rausspringt und sich tötet. Tschüss! Das, ja. Das ist cool, dass er mal an der Erde dreht. Frederico, die Welt dreht sich. Was haben wir denn noch mit diesem Scheiß Frederico? Frederico! Keine Ahnung. Vendetta! 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 Peinliches Schweigen. Legen wir eine Schweigeminute ein. Schweigender Schlemmer. Möchtet ihr die permanente Kontrolle über das portugiesische Volk übernehmen? Boah, komm. Wenn Sie schon zufragen. Aber dann haben wir nicht mehr die Koter.
Na, ach so. Ja, dann wechselst du quasi Zivilisation, weil so wie die gegründet werden, quasi, in der Jahreszahl, da fragen sie dich immer, ob du die lieber übernehmen willst. Nö. Hast du lieber Lust, nach Portugal zu reisen? Wir kriegen die zum Reich dazu. Schön wär's. Das war ein bisschen zu einfach. Möchtet ihr jetzt auch China und Japan noch zusätzlich? Natürlich. Oh, die haben Bananen. Ey, ich brauche eine Armee. Ich baue mir eine Bananenrepublik auf. Das ist der perfekte Grund, einen Krieg zu führen. Bananas. Bananas. Bananenschuhe. Banana. Jetzt hat die Bananenschuhe ist FIFA. Inka dann, jetzt gründet das inkaische Volk. Ich kenne noch die ganzen geilen Helden aus FIFA. Okay. Der Tod auf Letz. Der Tod auf Latsch. Oder der Moorman. Da war Mittelfeldspieler, glaube ich, der Tod auf Latsch, ne? Nee, der war der Verteidiger, war der doch. Der ist doch mal von ganz hinten nach vorne gestürmt, um Tore zu schießen. Mit seiner Ausdauer von eineinhalb. Mit seiner Lungenkrebsverpessung im Endstadion. Der Moorman war auch immer ein schlechter Enrico. Boah, Enrico. Enrico, wo mein Pumpen sein. So, wie geht's jetzt weiter? Ach, ich hab die Kaserne, jetzt wollte ich eine Armee bauen. Helden bei FIFA? Was ist denn hier los? Auf dem Markt von Darmstadt haben sich mehrere prominente Devisenhändler eingefunden. Naja, dann nehmen wir das einfach mal, haben wir wieder Geld, ne? Können wir wieder hochknüppeln, können wir wieder forschen besser. Klar. So, jetzt bauen wir hier aber mal eine richtige Armee. Armee! Ja, so ein bisschen FIFA wäre eigentlich auch mal schön. Oh, nein, ja. Man kann ja nicht alles haben. Ja, das einzige Problem ist, dass man keine Ressourcen. Oh nee, ich will wohl nicht Chinesen angreifen unbedingt. Müssen wir haben. Müssen wir nicht! Doch. Ja! Ey! Warum ist eigentlich so ein kleines rennendes Männchen drauf auf deiner Leertaste? Ist egal, jetzt erkläre ich dir ein anderes Mal. Ach so. So, öffentliche Verwaltung. Du kannst quasi die Performance umschalten. Die Performance? Ach so, hier für den Soest. Das ist der Deadlift Computer. Ja. Ey, ich schalte jetzt die Performance hoch und dann werdet ihr anfangen zu schwitzen. Wie ich? Oh ja, der schwitzt immer sehr viel, der Deadlift. Möchtet ihr Mongolen werden? Nö. Da bleibe ich lieber bei meiner Tarot-Trobe. Ey, what? Pui Bishnuk. What? 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 Was ist vorbei? What? Pui Bishnuk? Ja, ich bin jetzt auch nicht hier aus der Ecke. Fragen Sie mal jemand anderes. Ja, das muss ich umhören. Wacken ist vorbei, Junge. Ey, da bauen Nostradamus. Wams. Möchten Sie Azteken werden? Nein! Nee, aber ich will Azteken Gold. Mach die Schiffe fertig! Mach das Schiff fertig! Das 100% vollgekodete Schiff. Das 100% vollgekodete Schiff fährt über das 100% vollgekodete Meer. 100% vollgekodete. Freu dich! Das ist gut. Oh, China. Ey, ich höre gerade was ganz komisches. China ist auch Konfuzius geworden. Ja, dann werden sie uns wahrscheinlich bald umbringen. Oh ja! China hat schon -9 gegen uns. Und Japan -4. Ja, warum das denn? Wir haben nichts getan! Wenn wir eine andere Religion haben als sie. What? Zwei stehen aus, um uns zu hassen. Prepismu! Prepismulok! Das klingt wie Orkisch. What Prepismulok! Und was heißt das übersetzt? Was? Eine vollgepisste Lok! Lok. Auch genannt Zug. Wir haben eine vollgepisste Lok gebaut. In Bauern ist eh alles wieder vollgekodet. Na klar. Ja, guck, das Meer wird auch immer vollgekodet da. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt das Arsch der Welt. Die Grenzen von Tyrol-Torbe wurden erweitert. Ja, die Tyrol-Torbe ist unser kultureller. Oh, Ballerinen-Elefanten wurden im Arsch der Welt ausgebildet. Ballerini! Ballerini, es gibt Mittag. Mami, ich möchte doch nur Ballerina werden. Warte, ich muss mich mal kurz festhalten. Wir können die Bürokratie annehmen.
Na klar, ich nehme auch einen. Wir bleiben Barbaren. Ich setze jetzt alles zurück. Nein. Ich bin Despot. Es herrscht Barbarei. Wir haben Stämme. Nein, wir nehmen die Bürokratie ein. Aber ich will nicht Bürokrat werden. Doch. Aber muss ich so viel streiten? Wir haben noch nicht mal die... Haben wir? Ach doch, wir haben die Schrift.